Howdy Cowboys und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2 mit Sack und Pack wieder dabei hier in unserem, ja, sieht doch schön aus, ne? Guck mal, was wir hinten drauf liegen haben. Perfekt feinsäuberlich ist es abgezogen worden, das Fell vom guten Arthur Morgan. Ja, und ich freue mich, da seid ihr ja, Hallöchen, bei einem neuen Livestream hier live auf Twitch wieder dabei. Bei einem neuen Abenteuer hier mit unserem Helden. Und ich freue mich ja sehr, dass ihr auch eingeschaltet habt. Und ich sehe schon, einige von euch haben schon die neuen Emotes für die Subscriber bei Twitch entdeckt. Die sind richtig lustig, oder? Die sind richtig cool. Nochmal vielen Dank an die gute Honeyball, die hat die ganzen gezeichnet. Und da kommt auch noch ein bisschen was. Jetzt auch noch die Panels werden neu gemacht und so weiter. Also bei Twitch passiert ganz viel im Hintergrund. Da stellen wir gerade noch ein bisschen den Channel ein und so weiter und so fort. Juhu, Hallöchen. Na, freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder vielzählig eingeschaltet habt hier beim neuen Abenteuer mit Red Dead Redemption 2. Ja, und was haben wir nicht alle schon erlebt? Kann ich ja immer nur wiederholen, aber heute erleben wir noch viel, viel, viel mehr. Denn ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe schon ein bisschen was markiert kurz. Ja, hier vorne wartet ja John Marston, ne? Wir müssen, können das Tier ja später abgeben, theoretisch auch, ne? Oder wir können es auch so zerlegen. Ja, da vorne wartet auf jeden Fall John Marston. Der gute Mann, den wir im ersten Red Dead Redemption Teil höchstpersönlich spielen. Ich setze mir die Markierung direkt zu ihm. Ja, und da will ich jetzt hindüsen, mal eben so zwischendurch, denn es wartet dort eine neue Mission auf uns, beziehungsweise Fortsetzung einer alten Mission. Ihr erinnert euch vielleicht daran, als wir die Kutsche mit dem Öltanker geklaut haben, mit diesem Öltank hinten drauf. Das war ja, um einen Zugüberfall einzuleiten. Und diesen Zugüberfall, den wollen wir jetzt langsam aber sicher mal einleiten. Und wir hatten uns vorgestellt, deswegen haben wir auch damals diesen Tank mit dem Öl geklaut, das einfach vor dem Zug zu stellen, sodass der Zug anhalten muss. Können wir es vielleicht sogar noch zum Explodieren, zum Werden bringen, was weiß ich, was alles. Oh. Was ist denn da passiert? Ist das Pferd unter den Beinen gestorben, oder was? Meine Beine sind all numb. Please hurry. Na komm, helfen wir der Frau mal. Das sieht nicht nach einem Trick aus. Verärgert. Komm schon. Yes, just lift as hard as you can. Oh, thank you. Thank you, you saved me. Oh, that was bad. Okay. Sure. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh, you poor, dumb animal. Oh. What'll I tell Mildred? Well, thank you. You need a ride home, ma'am? Oh, yes, mister, please. Thank you. Dann springen Sie mal auf. Valentine? Ach so. I live there. Verdammt. Kann ich jetzt überhaupt mitreiten? Ich muss ja den weiblichen Gabelbock jetzt erstmal entfernen. Der gute Gabelbock, den haben wir doch. We'll need to go on a horse. My leg can't handle the walk. Girl. Ah, ein bisschen Blut ist da drauf, aber ich glaube, das macht hier nichts, oder? Ah, die sitzt sich wie eine Lady dahin. Ne? Bringen wir sie mal zurück und holen uns den Gabelbock später ab. Vorausgesetzt, er vergammelt nicht auf dem Weg. Walle der Frauenflüsterer. Ja, wir sind Gentlemen der alten Schule, Philipp. I don't normally travel this far alone, you know. Ja, genau. Kein Problem, dass du. I was off inquiring about a possible new line of work. I'd borrowed a friend's horse for the trip. See, my husband. Well. It's just me and my boy now, and it's hard to find work. I'm sure it is. She's also a opportunity. That's what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also doesn't sound real. Oh, you may be right, I suppose. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am.
I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem odd. Just be careful is all I'm saying. I may not have another opportunity like this. Now I'll have to pay Mildred back for her horse. It sure sounds like you're in a hard position. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. Ja, da war auch ein Pech, ne? Da fällt das Pferd über der zusammen. Die schlimme Lage, Mann gestorben, muss sich um Jungen kümmern. Ach ja. Das Leben kann manchmal ganz schön gemein sein, nicht? Das kann ganz schön fies sein manchmal. Ja, ja. Hallöchen, wie geht's Ihnen? Ja, manchmal ist das Leben ein Arsch. Sie sucht einen Mann, schnapp sie dir, schreibt der Geborene. Aha. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt mal müssen wir jetzt mal mit ihr reden. Ich glaube, wir haben ja eine Liebe, ne? Also, obwohl das eine vergangene Liebe ist, ist ja auch mit dieser Mary, wo wir ja sicherlich noch mehr raus in Erfahrung bringen werden, hoffentlich noch irgendwann in der nächsten Zeit. We're close now. Just a little further. Na Mist, jetzt hätten wir hier natürlich gut was verkaufen können, Valentine. We're here. Thank you for all your help. You're a good man. Glad I was able to help. You take care. Appreciate it. You be well. Ma'am, will you be all right from here? I'll find my way. Thank you, sir. What's your problem? Entschuldigen Sie bitte. Ich habe nur eine Dame hier. Wir waren so artige Burschen, ey. Da kann man jetzt echt nicht mit uns schimpfen, ne? Richtig artige Cowboys waren wir. Hey! Hey! Moment mal gerade. Ah, dann machen wir ein anderes Mal, komm. Wir können noch ein bisschen weiter entdecken hier. So, können wir jetzt was futtern? Was haben wir denn da schön eigentlich? Vorräte. Wir haben schon noch ein bisschen was am Start. Schweinefleisch mit Ackerminze. Das tut gut. Bisschen Schweinefleisch mit Ackerminze. Sag mal, Rossi, willst du ein Äpfelchen? Guck mal hier. So, guck mal, was haben wir denn da Schönes? Gucken wir doch mal gerade. Ah, ein Plätzchen, ne? Und noch eins. Ah, guck mal, was haben wir denn hier noch Schönes? Ach, noch ein Happy. Du kannst wohl nicht genug kriegen von diesen Keksen, ne? So, weiter geht die Reise. Jetzt auf zu John Marston, wie ich schon erzählt hatte. Wir wollen ihn treffen und einen Zugüberfall starten mit diesen Ölfässern, mit diesem ganzen Krempel. Und ich freue mich drauf, dieses Abenteuer mit euch gemeinsam bestreiten zu können. Im nächsten Spiel dürfen keine Pferde vorkommen, sonst dreht Rossi durch. Da ist was dran, die arme Rossi. Ah, da gibt's Schlimmeres. Der behandelt sie ja gut. Ja, und John Marston, wie gesagt, der Held aus Red Dead Redemption 1. Und jetzt haben wir eine längere Mission mit ihm. Ich bin gespannt, ob wir den Zug jetzt schon überfallen werden oder ob da noch was eingeleitet werden muss. Wahrscheinlich müssen wir erst noch diesen Ölwagen holen. Den haben wir uns ja in den Versteck haben wir den gebracht. Das hat sich auch gelohnt auf jeden Fall. Und herzliches Dankeschön für die neuen Follower hier bei Twitch. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und vielen Dank für euren Support. Muss ja auch mal eingeworfen werden an dieser Stelle. So, und natürlich auch bei YouTube für die Daumen nach oben, wir die Leute, die da am Start sind. Da sind ja auch einige, die das nachher gucken. Ist natürlich komfortabler oft, wenn man gerade keine Zeit hat, wenn ich streame und so weiter. Genau, Catractive, das gibt es dann auch auf YouTube zu sehen. Immer ein bisschen zeitverzögert, bei YouTube kommen dann immer so zwei Folgen am Tag momentan, zwei, drei Völkchen so. Und bei Twitch kommt das halt dann in einem Stream, ganz klar.
So, jetzt muss Rossi erstmal ein bisschen verschnauben. Oh, die Schilder so schön gemacht. Hier, guck mal, da geht's nach Valentine. Strawberry haben wir ja auch schon heimgesucht, dieses Erdbeerstädtchen. In der Blackwater-Region. Da sind wir eher weniger willkommen. Ja, und heute Abend werden wir voraussichtlich auch nochmal in die Fallout Beta reinschauen. Hier bei Twitch, wenn ihr top aktuell guckt. Ne? Könnt ihr ja mal gucken, ab 12 Uhr oder so werden wir vielleicht da mal eine kleine Session noch hinlegen. Und hier streamen wir nach Lust und Laune, mal gucken. Machen wir aber später dann auch nochmal zwischendurch wahrscheinlich ein Päuschen. So. Guck mal, da seht ihr auch den Karren, den wir da gelassen hatten. Seht ihr? Das Ding haben wir da hingebracht. Das haben wir wunderschön haben wir das aus so einem Lager gestohlen. Das war ein Abenteuer auch. Ich sag's mal so. Es war lief nicht alles so top, aber wir haben es gerade so geschafft. Ey. Shit. Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. We can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Grow up. And let me come on the raid with you. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Wake up, you lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right, then. It's on. Charles? I'm ready. Gentlemen, let's go earn some money. Dieser Akzent, Leute. Okay, dann mal los. Hey, all the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Apparently. Picks up a new team of guards at the state line, so shouldn't be too much in the way of guns to deal with. See? This is what I mean. I disappear for a couple of weeks, and you cut me out of all the action. Just the action that requires a brain. Ha ha ha. You're a funny fella, John Marston. From my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick, and fondling that new scar like you're gonna buy a breakfast in the morning. You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's incessant. They're left here, towards Rhodes. Plus, I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing them. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah,
takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean Maguire. And look at me now, in the Gunner Sea. Back in business, boys. You know, my dad always used to say... Not the dad, no, please. Not this again. Fine. Damn you three. Sulky, angry, scarface. What was Lee talking about? A right barrel of laughs. So, we blocked the tracks with the wagon, then jumped them. That's the plan. Pretty much. Charles, you deal with the engineer. John, secure the passenger car fast. Take charitable donations and make sure everyone behaves. Little Mr. Maguire, you focus on the baggage car. Grab any valuables you can find. Shoot your mouth and get a bullet back. So, what are you doing? I'll run point. Keep an eye out for outriders and the law. Help you three where I can. Here's good. Stop the wagon over the tracks. Remember, these are innocent folks. We handle this right, nobody needs to die here. Yeah, yeah. Ob das mal gut geht, Leute. Vor allem mit dem einen hier, mit dem Kauz. Mr. Marston. Mr. Smith. Mr. Maguire. Yeah. Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. That's do or die with you. I like it. Get moving. Here she comes. Yeah. Ouch. Wie geil. Wie geil. Richtig episch. Ja, da stand. Get up there. Finish up here. Join us on board. All right. Get on that train. All yours, Captain. We'll go on ahead. Na, schauen wir da mal in den guten Laden rein, ne? Everybody stay calm and don't worry to get shot. Go! Everything you got! Money! Valuable! I am adverse to conflict, my dear. There you go. Let's make this quick, people! Come on! We ain't leaving till this bag's full! I don't want to get hurt. I ain't got nothing. Want to have a little chat with Romeo and Juliet here? What's the problem here? Please. Don't money! Valuable! Don't do this! Just give it to him, Thomas, please! Okay. Come on. Okay. In the bag, everything you got. Keep it coming. Don't be shy. People like you make me sick. These two seem to think we're playing games. Na, hat er noch was dabei, oder was, huh? Count to three. God damn it. Sick is better than dead, lady. I'm losing my goddamn patience. Ja, so ziehen sie alle los, huh? Let's just do what he says, so this can be... Ladies and gentlemen, this is a robbery. Let's make this quick. No, you go ahead and look for the baggage car. Tough guy, huh? You sure about that? You sure this son of a down, bitch huh? We ain't playing around here? Quick, come on! Come on! Wollen alle nicht hören, ne? Come on, quick! Everything you got. Ja, geile Mission. We ain't leaving till this bag's full. You won't get a damn cent from me. Let me hand you over to my friend then. Oh my, buddy! Son of a bitch! Come on, cop it up, people. Don't be shy. Everything you got. Let's go. Er hat noch mehr dabei. Ja. Auf seine letzten 81 Cent oder 81. Okay. Okay. None of you folks move a muscle. You hear me? What is it? You alright? Fill the baggage cap. For Christ's sake, you ain't even taking a look yet?
Okay, da gibt's was Interessantes gerade zu tun. Was? Yeah! Boom. Tanze Samba mit mir. Super Gangster. Du Heini. Ja, die Waffe ist gut, Leute. Gives you twice a chance of hitting someone. Very funny. Guten Brandy. Zum Glück haben wir den jetzt verkauft. I'm going to have a ride out lump. Arthur, we've got a problem. There's two arseholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. Right, in that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? Uh-oh. We said you men come out now. There's only two of you, you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither of you get killed. Goddamn liberties. Eh? There's a few more of them torn enough. Me and my big mouth. Okay, let's deal with them. Last chance. There. Look out on the left. Here come the planes. Okay, der ist auch down, ne? Zack. Und der nächste. Okay, da kommen die nächsten Kandidaten. Die haben wohl Wind davon bekommen, ne? Okay. Ah, verdammt. Von der anderen Seite. Yeah! Muss nachladen, Freunde. Und der nächste, bitte. Okay, auf der anderen Seite hätten wir alle. Ob sich das für den Zug für euch gelohnt hat, Leute. Okay, warte. Such tot oder lebendig. Will ja nochmal reingucken. Hier sind auch noch Kisten, oder? Verdammt, da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Jetzt bestimmt keinen Scheiß. Guck nochmal in die Truhe, Leute. Das ist jetzt die geilen Scheiße oder ein kleiner Schmuckbeutel. Party nur. Und jetzt, let's go. Oh, fuck. Nein, nein, falsch. Hey, Shane. Komm her, Rossi. Komm her. Okay. Nicht weglaufen jetzt. Okay, nehmen wir die Revolver in die Hand, lieber. Und wer hat da Probleme da hinten, ne? Noch die Kohle geschnappt, Leute. Take we're clear now. And we just get. Whoa! Geil. Whoa! That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so. I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this law was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Yeah. Alter, das hat schon dick Kohle gebracht, ey. Richtig dick. Und wir haben noch den Schmuck abgestaubt. Mhm. Na, wunderbar. Dann gucken wir doch mal gerade in die Tasche, was wir da so Schönes haben eigentlich.
Wertgegenstände. Großer Schmuckbeutel, seht ihr? Oh, der ist doch bestimmt was wert. Und goldene Ehringe haben wir auch zuhauf. Das können wir echt mal verkaufen, den Kram. Da können wir eigentlich mal jetzt wirklich nach Valentine begeben. Ich habe noch Glück gehabt auch, ne? Muss man mal einen Raum werfen. Bin ich aufs Ganze gegangen, weil ich gebe es zu. Oh, weil zu unserem Lager könnten wir auch mal zurückreiten. Da gibt es nämlich eine neue Mission. Thorberry ist da vorne, lohnt es jetzt nicht. Ich denke, am Lager sind wir am nächsten. Und in dem Lager haben wir jetzt ja gut Geld eingebracht. Vielleicht spenden wir da so ein bisschen Schmuck oder so. Ich weiß nicht, was meint ihr dazu? Hier im Livestream. Lohnt sich das dem Lager viel zu spenden? Lohnt sich das wirklich? Oder sollte man sich die Kohle lieber selber in die Tasche fahren? Ich weiß es ja gar nicht bisher. Vielleicht haben da Leute schon mehr Ahnung hier im Stream, die das öfter mal gespielt haben. Ausgeben. Für sich selber ausgeben. Okay. Nicht spenden. Oh, da gehen die Meinungen aber auseinander. Lager lohnt sich. Denk mal an dich. Guck mal, hier haben wir auch irgendwie noch was. Sollen wir da mal vorbeischnicken? Das ist, glaube ich, nur so eine... ein schönes Missionchen hier. Hey! Die Universität? Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laughed at. Balderdash! Are you quite certain you're not a spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. What are you doing? I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalisaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen, if you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Ja, machen Sie es mal gut, die Dame. Good luck. I'll keep my eye out for you. Ja, wir halten die Augen offen nach Dinosaurierknochen. Ach Gottchen, ey, Dinosaurierknochen. Ja, da bist ja die Zeit der ersten großen Dino-Forschung, ne? Was sie uns geflasht haben muss, den ersten Typen, der so einen Dino-Knochen herausgefischt hat und dachte, was zur Hölle ist hier passiert? Wie kann sowas überhaupt passieren? Wie kann sowas sein? Tja, das kann sein. Was es mal für Tiere auf dieser Welt gab. Echt unglaublich. Und diese Dinosaurierknochen, boah, ob wir die jemals alle finden werden, halte ich für sehr fraglich, aber ein paar mit Sicherheit. Mit Dinos kennen wir uns ja nach Jurassic World aus, haben wir auch gezockt, können alles auf schön auf dem YouTube-Channel sehen. War ein richtig geiles Game. Wie wir da unseren Park ausgebaut haben, wow. Okay, dann gucken wir mal gerade. Wir können ja hier auch noch ein bisschen was da lassen, ne? Wir haben ja ein bisschen was an Krempel über noch. Irgendwas Neues? Ich glaube nicht, ne?
Nur die Fotografie. Die haben wir ja schon gesehen, alle Sachen, die wunderbaren hier, ne? Von der Mary, seiner Liebschaft. Ach ja, so läuft er da, ne? Guck mal hier rein im Zettelbuch hier. Beitrag leisten. Guten Morgen, Arthur. Wo ja einer schimpft, ne? Dann wollen wir einen Gegenstand spenden. Dann gucken wir doch mal. Der ist so einiges wert. Der Silberring mit Emblem. Oh, hier kann man selber eine Gürtelschneide. Können wir auch, haben nicht so viele dabei. Immer ein Dollar wert. Immerhin, ey. Und Taschenuhr kriegt er auch. Boah, der Schmuck ist mir zu viel wert. Den verkaufen wir selber. Eine goldene Taschenuhr kriegen sie noch eine. Komm. Wer so nett sind. So. Das muss jetzt wohl mal reichen, oder? Platin-Taschenuhr. Die ist richtig was wert, ey. Dann kriegen wir noch eine zweite. Na, das hat sich doch gelohnt jetzt für das Lager. Da kann keiner mehr mosern, wir hätten nichts gespendet. Die müssen jetzt auf jeden Fall sagen, wow. Du alter Hero. Arthur, du hast halt richtig gut gemacht. Du hast uns so viel Zeugs hier organisiert. Hier können wir die Vorräte machen, ne? Medizinische Vorräte hatten wir ja sogar aufgepimpt. Moment mal kurz. Wie kann ich das denn nochmal ausbauen? War das nicht auch hier? Good morning, Arthur. Lenny. Gucken wir doch mal ins Kontrollbuch. Hey, Arthur. Guck mal hier, wer die ganze Zeit gespendet hat hier, ne? Gigafett von uns. Waffen und Munition. Oh. Wir brauchen eigentlich vieles, ne? Vorräte wären auch mal nicht schlecht. Das könnten wir eigentlich auch mal eigentlich uns holen. Komm. Weniger langweilig. Ne? Pearsons Speisewagen. Höre die Vorräte des Speisewagens, füge Obst und einfache Konserven hinzu. Komm, der Speisewagen, den haben wir jetzt mal hier. Guck mal, haben wir den mal ausgebaut. Ach, wie schön, jetzt gibt's hier Obst. Angriff verbessern, Waffen und Munition. Erhöhe die Vorräte des Munitionswagens für Repetiger, blablabla und Pfeile hinzu. Das ist ja auch nicht schlecht eigentlich, ne? Können wir auch mal holen eigentlich. Oh, WLAN kommt dann auch, genau. So, was haben wir da noch? Eins nach dem anderen. Das ist mir zu teuer jetzt gerade. Pferdestation. Der Hühnerstall. Ach geil, eine örtliche verkaufen alte Hühnerstelle. Lederbearbeitungswerkzeug. Kann der mehr Ausrüstung herstellen? Ich glaube, das reicht jetzt aber erstmal, oder? Müsste es doch jetzt etwas besser gehen in unserem Lager. Ich meine, die freuen sich doch. Etwas mit Schuss. Premium-Alkohol gibt es dann. Dann freuen die sich noch mehr. Nee, komm. Müssen sie jetzt mal nicht übertreiben, ne? Müssen sie jetzt mal nicht übertreiben, ey. Ach, das ist doch ein schönes Lager. Ich muss sagen, das Lager mag ich wirklich hier. Ich glaube, hier müssen wir nicht zu schnell wieder wegziehen. Man weiß es ja nicht. So, und wo wir gerade schon mal hier sind, sollen wir uns mal wieder rasieren eigentlich? Könnte mal wieder, ne? Oder wir lassen den Bart komplett wachsen. Krass, da kann man sich sogar den Bart abmachen und so komische Bärte schneiden lassen. Ah, komm, im Moment finde ich den eigentlich noch ganz cool so. Ich lasse den mal. Ich lasse den Bart mal. Wir machen jetzt mal eine kleine Rast hier. Ah, lass uns mal bis zum Mittag schlafen. Mal sehen, was wir dann so wieder erleben. Gibt ja so einige Missionen, die wir noch vorhaben.